Ja, ganz herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ich bin gleich bei einem Geburtstag eingeladen und möchte meiner Freundin ein richtig schönes, großes Bouquet machen. Habe schon hier meine Blumen und mein Gefäß vorbereitet. Für das Gefäß nehme ich hier einen Tontopf. Weil ich nicht ganz sicher bin, dass der wirklich das Wasser hält, habe ich noch einen glasierten Topf reingestellt. Und das Ganze möchte ich gerne mit einem Steckigel, man nennt das auch Kennzahn, sozusagen bestücken. Das ganze Prinzip funktioniert dahingehend, dass man die Zweige vor allen Dingen in diese Zacken reinsteckt. Also es ist eine Stecktechnik. Und nachher aber, die Blumen werden dann nicht unbedingt hier reingesteckt, sondern halten durch das Zweiggerüst. Ja, wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Vorher stelle ich euch noch die wunderschönen Blumen vor, die ich heute Morgen um 5 beim Großmarkt bekommen habe. Und dann geht's los. Ja, hier seht ihr die Tulpen, die ich besorgt habe. Ich habe 3 verschiedene Sorten genommen und 4 Bünde. Also insgesamt sind es 40 Tulpen. Ihr seht hier, dass ich die gefüllte Sorte genommen habe. Wunderschön in so einem grün-gelb-rot-Ton. Und dann ging ich an diesen wunderbaren gefransten vorbei, die auch alle 3 Töne beinhalten. Dann haben wir hier die ganz normalen Tulpen in einem orange-rot-Ton. Aber wenn ihr genau hinguckt, seht ihr auch, dass diese einen kleinen Grüntouch sogar noch drin haben. Also der zieht sich sozusagen über die Blütenblätter. Dann habe ich hier hinten noch geschlossene grüne, die aber so einen ganz leichten zitronengelben Touch bekommen, wenn sie sich öffnen. Dann habe ich mir Viburnum opulus gekauft. Das ist der Schneeball. Der sieht immer ganz hübsch und filigran aus. Da habe ich aber einige von den grünen Blättern entfernt, gerade im unteren Bereich der Stängel. Und jetzt gehen wir mal einmal hier rüber zu den Zweigen. So, da möchte ich euch meine Kamelie zeigen. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Dieses Jahr blüht sie ja zum ersten Mal eigentlich seit Jahren richtig schön. Hier seht ihr sie. Dann habe ich Apfelblütenzweige gepflückt, dann hier einmal Zierquitten. Dann habe ich Erle geschnitten. Ihr seht hier Flieder in Weiß, der sich noch nicht ganz geöffnet hat, aber auch in dem Zustand ganz hübsch aussieht. Und hier unten haben wir noch die Kletterhortensie. So, ich fange an mit meinem Blumensteckigel. Das ist jetzt hier ein kleiner, der hat 3 cm Durchmesser. Und hier haben wir einen mit 4,5 oder 4,6. Zentimeter. Ich werde natürlich den größeren nehmen, denn wie ihr seht, habe ich ja hier auch ein ordentliches Gefäß und das Ganze muss dementsprechend hoch und breit werden, dass es insgesamt passt. Um den Kennzahn zu befestigen, nehme ich mir Klebekit und befestige das am Rand des Steckigels. So, da habe ich sogar ein bisschen was über. Das Ganze klebt durch die Fingerwärme, durch die Wärme der Hand. Ich könnte auch noch ein bisschen das anfackeln mit dem Feuerzeug, aber das spare ich mir jetzt. Dann drücke ich den Klebekit so weit runter, dass er die untere Seite richtig gut bedeckt. Guck dann, dass ich das in der Mitte platziere und drehe es ein bisschen. Natürlich nicht in die Stachel greifen, sondern den Druck nach unten ausüben, sodass das Ganze richtig gut drin steckt und klebt. Erst wenn ich das gemacht habe, also wenn das sozusagen befestigt ist, dann fülle ich Wasser ein. Ja, und seht zu, dass das schon gut gefüllt ist. Ein kleiner Rand muss natürlich bleiben, je nachdem, wenn ihr es transportiert, dann muss man das natürlich auch dann mit einbedenken. Ansonsten müssen wir gucken, dass alle Stängel nachher, die wir reinstecken, alle Stiele immer gut versorgt sind mit dem Wasser.
So, ich fange an mit meiner Basis. Dazu nehme ich mir hier zu meiner Linken die Zweige und forme das ganze Gerüst. In diesem Gerüst, da stecke ich dann später die Blumen rein. Die halten dann durch das ganze Grundgerüst. Und von daher habe ich insgesamt dann einen sehr, sehr guten Halt. Also, wie macht man das? Es gibt natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte heute mal was ausprobieren, was ich bei den gerade in Amerika gesehen habe, die floralen Designer, was sie sehr gerne machen. Das sind diese ja fast schon eierförmige Bouquets. Ganz oft haben die dann auch ein Up-Point sozusagen, ein High-Point und ein Low-Point. Also das heißt, einmal ist eine Betonung in der oberen Ebene und einmal in der unteren Ebene. Und das Ganze muss hier dann auch über das Gefäß hinausgehen, das ganze Arrangement. Und wir beachten dabei immer drei Ebenen. Einmal natürlich das obere, die obere Ebene. Dann haben wir einmal eine mittlere Ebene, dass die schön gefüllt ist. Und dann haben wir noch eine untere Ebene und das bedeutet alles, was sich hier so um den Gefäßrand herum entwickelt. Und entwickeln deswegen, weil das ganze Bouquet davon lebt, von Form, von Bewegung, von einer gewissen Luftigkeit und auch einer sehr großen Opulenz. Also ihr seht ja, dass ich hier, ja, ich denke mal insgesamt bestimmt 80, 90 Stiele verwende. Das kann man natürlich auch nicht jeden Tag machen, aber zu besonderen Anlässen. Ja, kann man sich da einfach mal richtig dran freuen. Gut, also ich versuche sozusagen einen High Point erstmal auszuformen mit meinen Zweigen und einen Low Point. Und das ganze Gefäß habe ich hier auf meiner Drehscheibe, sodass ich das letzten Endes von allen Seiten dann auch betrachten kann. Das macht es mir dann leichter, das abzuschätzen, wo noch was hin muss. Also ich fange mal hier mit meinen heftigsten Stielen an. Mit meiner Erle und setze die oder stecke sie auf den Steckigel. Da habe ich dann auch noch einen Gegenpart zu. Also ich habe immer von jedem Zweig mindestens zwei. So, das gucken wir mal, dass das dann auch noch ordne ich dann ja fast parallel dazu an. Und man braucht schon ganz schön Druck, um diese Teile in den Steckigel reinzustecken. So, ich habe noch einen dritten Zweig. Der hat sich jetzt hier ein bisschen verhakt. Von daher hole ich das Ganze mal raus. Und mache es mir mal hier ein bisschen bequem. So, den packe ich jetzt einfach noch in die Mitte. Wo ihr auch sehr drauf achten solltet, ist die Länge der jeweiligen Stiele. Ja, wir sehen uns jetzt hier kaum mehr, aber ihr könnt erahnen, wo ich bin. Wichtig sind ja hier die Blumen im Vordergrund. Es ist immer wichtig, verschieden lange Stiele zu verwenden oder sie eben gegebenenfalls kurz zu schneiden, dass wir einfach die unterschiedlichen Höhen drin haben und da eine Staffelung insgesamt, die sich gegenseitig ergänzt. So, dann kommt hier mein schöner Blütenzweig vom Apfelbaum. Da habe ich auch kürzere Stiele extra genommen. Ja, also das hält super mit diesem Steckigel. Ihr müsst nur ein bisschen Druck ausüben, ohne dass der Stiel abbricht. So, ich gehe dann in meine Richtung hier weiter, werde das Ganze aber dann natürlich auch noch drehen. Und die Stiele sollen natürlich so viel Platz haben insgesamt, dass sie sich nicht gegenseitig behindern. Dann habe ich hier meine Kletterhortensie. Hallo, hier. Hier ist sie. Und damit werde ich meinen Gegenpol zu diesem höheren Teil kreieren. Und da, die ist auch so ein bisschen wild gewachsen. Das werde ich jetzt einfach hier nach unten stecken. So.
Gut. Also, ihr versteht vermutlich jetzt auch das System. Erst das Gerüst bauen und dann kommen die Blumen und haben dann durch das Gerüst ihren Steckhalt. Also ein natürliches Gerüst ist das. So. Dann kommt jetzt mein Flieder dazu. Noch ein, zwei Kletterhortensien nach vorne. So. Und es kann gerne über den Rand hinausgehen, also über den Gefäßrand hängen, denn das Ganze zeigt ja so diese Reichhaltigkeit und diese Fülle, die wir in der Natur gerade zur Frühlingszeit finden, aber auch natürlich in anderen Jahreszeiten. Also es ist jahreszeitenunabhängig, dieses Bouquet. Letzten Endes könnt ihr es in jeder Jahreszeit machen, aber der Frühling bietet sich natürlich geradezu dazu an. So, den kürze ich jetzt, den Stiel. So. So, jetzt sehe ich zu, dass ich noch so ein bisschen nach links rüber gehe. So. Mit dem Flieder ist es immer so eine Sache, der ist wunderschön, aber hält meistens nicht lange in der Vase. Von daher ist es sinnvoll bei den dicken Stielen, dass man die mindestens halbiert, noch besser viertelt. Also unten rein schneidet. Und das Ganze kann man sogar so ein bisschen noch auseinanderziehen. Und dann ist der Flieder einfach besser versorgt mit Wasser. So, dann noch einer in eure Richtung. So. Jetzt, genau, jetzt bringe ich meine wunderschöne Kamelie an. Die gehört auch noch mit zu den Zweigen. Und es ist immer gut, wenn man so ein paar Fokussierpunkte in dem ganzen Arrangement hat. Und die Kamelie gehört mit Sicherheit mit dazu. Das ist so ein kleiner Eyecatcher. So, dann haben wir hier die wunderschönen Zierquittenzweige. Lassen wir einen in die andere Richtung nochmal gehen. So. Und wichtig, wie gesagt, bei allem, was ihr reinsteckt, ist es wichtig, dass es immer mit Wasser versorgt ist. So, jetzt habe ich das Gerüst gemacht. Jetzt füge ich die Blumen nacheinander hinzu. Ich fange mit dem Schneeball an. Das ist ja mein Grün. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Schönes Bouquet ist fertig. Ich möchte euch das jetzt einmal drumherum zeigen. Also ich drehe meine Drehscheibe jetzt nochmal zum Abschluss und ihr seht, dass das ganze Ensemble eine wahre Frühlingsexplosion von Blütenreichtum von der Natur ist und das erfreut das Herz ja ganz unglaublich. Also ihr seht hier auch nochmal, dass wir hier unseren Focal Point haben, also wo wir uns darauf fokussieren können. Mehrere Blüten oder ein, zwei Blüten, die sozusagen so ein Eyecatcher sind. Das sind auch die gefüllten Tulpen oder auch die franzigen Tulpen. Das werdet ihr auf der Rückseite gleich sehen. Und wir haben hier einen höheren Punkt und hier unten haben wir einen tieferen Punkt. Also auf meiner linken einen höheren, hier unten einen tieferen Punkt. Wir haben eine hohe Ebene, da sind so einige Blüten und Blumen, dann haben wir die mittlere Ebene, die schön ausgestaltet ist und wir haben die untere Ebene über den Gefäßrand, die sozusagen ja, sich darüber hinaus ergießt.
Also, das ist die Vorderseite. Jetzt drehe ich das Ganze mal und komme zur Rückseite. Also rundherum ein wirklich luftiges, duftiges Blumenerlebnis, kann man ja schon wirklich sagen. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich muss jetzt auch gleich los. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kreativ-Atelier Aufblühen-Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, um keine Blumen- und Deko-Idee mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!